So, wir befinden uns hier in Voronesch, in einem alten Sowjetbau. Und zwar eine besondere Art von idyllisch, würde ich das bezeichnen. Und wir haben nun die Möglichkeit, zusammen mit dem legendären Ivan Petrovic, Hans-Peter, ein Künstlerkollektiv zu besuchen. Und damit wir das machen können, müssen wir hier einen Code eingeben und dann uns in das oberste Stockwerk begeben. Den Code darf ich nicht zeigen wahrscheinlich, oder vielleicht doch, ist nicht so schlimm. Dann rufen wir und hier ist eine Stahltüre. Jetzt können wir hier rein. Genau, und unser Laufstegmodell Hans-Peter Ivan Petrovic weist uns den Weg. Wir sehen hier Stahltüren, nicht sehr idyllisch, aber sehr sicher. Zum Teil ausgekleidet mit so Lederimitat oder Stoff, wie das schöner wirkt. In den 90er Jahren gab es sehr viele Einbrüche in die Wohnungen und deshalb haben die Leute diese Stahltüren installiert. Aber auch Stahlbriefkästen. Warum stehen da Nummern? Das weiß man nicht genau. Das ist irgendwas Vergangenes. Ja, aber sehr, sehr schön. Weiter hoch. Hier ist eine spektakuläre Türe mit 1000 Nummern. Genau, ja, wirklich interessant. Und immer wichtig das Bullauge, damit man sieht, wer kommt. Ah, die können alle rausschauen, ja. Ja, damit man keine ungebetenen Gäste reinlässt. Ja. Interessant. Das sind also alles Wohnungen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum obersten Geschoss. Hier sieht man auch die Höhe eines Gebäudes, wo eben ein Künstlerkollektiv ein ganzes Stockwerk zur Verfügung gestellt bekommen hat. Aber zahlen die schon nach Miete ein bisschen? Hans-Peter. Das weiß ich nicht, das kannst du sie fragen. Müsst ihr dann fragen, genau. So. Spektakulär. Und wir werden das Künstlerkollektiv alles fragen können, was wir wollen. Wir schauen, wohin die Reise führt. Dachstock. So. Jetzt geht's hier lang. Aus meiner Sicht sehr spektakulär das Ganze. Ich glaube, es kommt auch auf Video gut rüber. Und hier sind wir. Zum Glück mit Hans-Peter, der uns alles übersetzen wird. Hallo miteinander. Danke, здравствуйте. Нашли вас. Man sieht hier also überall Gemälde an der Wand. Ganz viele Gemälde. Und der ganze Raum ist voll mit schöner Dekoration. Genau. Und das sei der Hauptkünstler, oder wie sagt man ja, das? Ja. Wie nennt man das? Das sind Bilder von Viktor Braunerpol. Ja. Also das sind alles Bilder von Viktor. Und hier. Das sind die Jahreszahlen hier, 2017. Ja, aber. Ja, sie waren an einer Ausstellung und dort gab es Jahreszahlen. Okay. Wie lange malt man an einem so großen Bild? Сколько работа идет на такой картине в среднем? По времени? По времени. Ну, когда как. Вот если этюды, вот, ну, пейзажи, мы вот вместе писали вот эти этюдики, это ну, час-два. Also, портрет. Ein Landschaftsbild, eins, ну, zwei Stunden. Когда три часа. Вот, ein Portrait, drei Stunden. Nur. Ja. На портрет. Только так? Так быстро не, работа? Не всегда. Но... Nicht immer. So, so schnell. Иногда заказные портреты долго приходят. Also, die Auftragsporträts, die gehen länger. Dann надо стараться. Dort muss man sich Mühe geben, damit es wirklich dem Auftrag entspricht. Also das ist Света. Das ist die auch hier ist. Und die haben sie in zwei Stunden porträtiert. Und Tanja, die hier im roten Kleid sitzt, ist auch Künstlerin. Und gibt es hier ein Bild, das er so gern hat, dass es unverkäuflich ist? Ah, genau, das ist ihr Bild.
Тоже света, да? Да, мы здесь. Ага. Das ist auch Sveta. Ja. Die hier ist, um zu posieren für die Künstler im Moment. Hat der Künstler ein Bild, das er so schön findet, dass es unverkäuflich ist? Виктор, у вас есть картина, которая так красива, что вы ее не хотите продавать? Есть, конечно. Несколько работ я не продаю. Es gibt einige Arbeiten, die ich nicht verkaufen will. Kann er ein Beispiel zeigen? Вы можете тут показать пример таких? Это мой вкус. Das ist... Портреты, вот. Вот этот портрет. Вот. Zum Beispiel dieses Portrait. Weil er die Person selber kennt. Это потому что вы знаете человека или потому что? Мне нравится портрет. Он на многих выставках был. Dieses Portrait gefällt ihm sehr und war schon an vielen Ausstellungen. Was ist mit diesem Bild? Das ist auch jetzt abgestochen. Diese junge Frau dort. Ist es auch? Что с этой картины? Это молодая женщина там. Это второе для себя дело. Один заказной, Das war eine Auftragsarbeit und er hat eine zweite, also quasi eine Kopie davon gemacht und sie für sich behalten. Ja, darf ich fragen, was so ein Bild kostet, wenn ich ein so schönes Bild von mir möchte? Можно спрашивать, сколько стоит такая картина? Если я, например, хочу портрет. Kann ich auch so schön malen? Вы можете меня... вот так красиво, как ее. Можно. Das ist möglich, ja. Это ist ein wirklich sehr guter Künstler. Это будет уже не у вас. Also wenn er das kann, ist er ein super Künstler. Er hat Photoshop. Aber was kostet so eine Auftragsarbeit? Сколько стоит вот такая картина, если по заказу? По-разному. Verschieden. Will er keinen Preis nennen. Ну, не хотите называть цену? Такое дело. Это in Russland nicht üblich, dass man das gleich sagt. Das so. Ist okay. Das ist nicht für die Allgemeinheit. Man muss ein bisschen verhandeln dann. Ja, es ist einfach nicht für die okay. Öffentlichkeit. Prisporanta nicht, чтобы keine Preisliste. Ja. Okay. Иногда портрет может стоить от десятков тысяч и до стоимости квартиры в Москве. Also ein Bild kann 10.000 Rubel kosten, also ja. 100 Franken oder Euro oder so viel wie eine Wohnung in Moskau. Das ja. sind dann, ist da schon ein bisschen mehr. Genau. Es ist völlig unterschiedlich. Genau. Und wie lange ist er jetzt schon hier in diesem Atelier? А как долго вы уже тут в этом ателье работаете? Ой, с 89 года. 1989. Ja. Also sein fast ganzes künstlerisches Leben ist. Ja, das heißt, dass du всю жизнь фактически тут работали. Нет, творческая жизнь. Мне было 40 там. Ich war damals 40. Ah, oh, sieht jünger aus. Здесь еще стенку маленькие мастерские еще для графики, понимаете, кто рисует. У них небольшие. Вот я там 20 лет пробыл. Er hat vorher im Nebenzimmer als Grafiker gearbeitet. Там сейчас иконопись. Если хотите, я вам покажу иконопись. Wenn ihr wollt, kann ich das Ihnen zeigen. Ja, gerne. Там у нас много мастерских иконописцев. Sie haben hier sehr viele verschiedene Werkstätten. Aber hier ist nur ein Arbeitsplatz, oder? Das ist richtig. Но тут только одно место рабочее. Правильно? Каждому, да, для одного. Jeder hat einen Arbeitsplatz. Also die Künstlerin, sie hat auch ein Zimmer wie dieses hier, oder? Die uns das Bild gezeigt. Du meinst Татьяна? Genau. Das heißt, у вас, Татьяна, тоже есть такой ателье тут? Или вы тут работаете? У вас есть другой ателье на этом этаже? Или... Нет, у меня не здесь. Nicht jetzt, drugom jetzt. Ich bin im частном доме, ja schon. Ah, also sie wohnt in einem Privathaus, wo sie ihr eigenes Atelier hat. Also da, wir sind mit Drugom, wir приглашаем писать вместе. Ja, Bonnie. Also sie kommt zu Besuch bei ihm vorbei. Auch wenn man es ihm optisch nicht ansieht, hat er die Sowjetzeit in dem Fall sehr bewusst erlebt. Wie hat sich die Unterstützung von Künstlern geändert während im Laufe der Zeit unter den Kommunisten, Gorbatschow, Jelzin bis heute? Значит, вы жили в советское время, да, довольно большая часть вашей жизни. Конечно. Как изменилось отношение к художникам после перестройки, во время Ельцина и так далее? Да, особого изменения нет. То, что
Раньше было как бы заказы Союза художников были. Also besondere Veränderungen gibt es nicht. Früher hatten wir die Aufträge direkt von der Künstlervereinigung. А сейчас любой может заниматься. Ну хорошо, что мастерские остались, выставочные залы у нас остались. Jetzt kann jeder sich als Künstler betätigen, aber gut ist es, dass es diese Ateliers hier gibt und dass es Ausstellungsräume gibt. Выставочные залы самое главное. Есть где выставляться. Ausstellungsräume, das ist das Wichtigste. Sind das eher private Ausstellungsräume oder eher vom Staat aus? Это частные выставочные залы или это государство? Ну, у нас государство. Там один выставочный союз художников принадлежит, вот на Пушкинской. Ага. Там на Кирова. Городской выставочный зал, ага. Also ein Saal hier in Voronezh ist staatlich und dann gibt es einen Saal von der Stadt, der größten für Ausstellungen. Und das Schöne ist besplatne. Und der Besuch ist gratis, also man kann der freie Zutritt und dort können Sie Ihre Werke zum Verkauf ausstellen. Genau, dort passiert der Umsatz. А туда идет оборот. Оборот, что вы можете, я предлагаю. Существуют еще галереи, где продаются. Нет, галереи небольшие, галереи много. Und daneben gibt es noch sehr viele kleinere Galerien, die Werke ausstellen und verkaufen. Интернет-площадки сейчас очень. Heutzutage gibt es sehr viele Internetplattformen. Ja. Früher waren zumindest in Europa waren die linken Kreise. Die Künstlerkreise und die linken Kreise waren auch gegen den Krieg. Aha. Das hat sich in Europa mittlerweile ganz geändert. Wie ist das hier? Gibt es da auch eine Aufteilung, dass Künstler eher für oder gegen Krieg sind? Раньше в Европе, ну, артисты, они скорее были против войны вообще, ну, как. А тут в России то же самое? Да нет, у нас не подразделяются артисты. Называется, да? Да, военная специальная. Also hier wird der Krieg spezielle Kriegsoperation genannt. Also Operation ist das falsche Wort. Eine militärische Spezialoperation. Genau. Und er sagt, nein, das ist hier nicht so. Es gibt keine Trennung, dass die einen dafür sind und die anderen dagegen. У каждого свое мнение или как? Ну, естественно. Свободная страна, я вам скажу. Wir haben ein großes Land und jeder hat seine eigene Meinung. Was ich nicht ganz verstanden habe, was ich verstehe, dass die militärische Spezialoperation ja vor zwei Jahren begonnen hat, aber Krieg herrscht doch eigentlich schon seit 2014. Ist das das falsche Wort? Oder redet man schon seit 2014 von einer militärischen Spezialoperation? Он так, я так понимаю, что война же началась в 2014 году, а специальная военная операция это все или только вот то, что было в последние два года? Последние два года, да. Das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, nennt man spezielle militärische Operation. Ну, Донбасс бомбили с 2014 года. Да, в 2014 году начался геноцид русского народа на Донбассе. Und im Jahr 2014 begann der Genozid des russischen Volkes im Донбасс. Genozid. Россия защищает своих русских, где бы они ни находились. Und Russland verteidigt seine russischen die Russen, wo immer sie sich befinden. Jetzt habe ich das verstanden. Сейчас я понял. Он говорит сейчас Япония. In den westlichen Massmedien wird behauptet, man dürfe nicht Krieg sagen, sonst komme man ins Gefängnis. Das ist aber Blödsinn, oder? В западных средствах массовой информации говорят, что в России слово «война» нельзя употребляться, а то тебя сразу в тюрьму ставят. Нет, в тюрьму не поставят, но вот я же сознательный гражданин, я же не произношу. Also nein, ins Gefängnis kommt man deswegen nicht, aber ich bin ja eine bewusste Bürgerin und ich sage SWO und nicht so wie ihr. Es gibt in Russland eine kleine liberale Schicht, die andere Meinung hat und die nehmen das Wort
Krieg gerne in den Mund. Im Prinzip ist das ein Zeichen, ob dieser Mensch patriotisch ist oder nicht. Ah, das ist interessant, ja. Вы извините, если я употребляю случайно вот это слово, потому что я привык. Но мы, да, должны sagen, tut mir leid, dass ich da so nachhake, aber es ist interessant. Sie nennen es militärische Spezialoperation, weil wenn es Krieg wäre, dann wäre die Ukraine dem Boden gleich jetzt, oder wie muss man sich das verstehen? Извините, если меня так интересует этот вопрос, но если конечно интересует весь мир этот вопрос. Die ganze Welt interessiert sich für diese Frage. Если это была бы война настоящая, тогда Украина сейчас была распомнена. Конечно, это случилось уже давно. Ja, natürlich, das wäre schon lange geschehen. Hat das für Sie, für Ihr künstlerisches Schaffen einen Einfluss, die letzten 10 Jahre? Oder sind Sie in der Arbeit selber politisch neutral? Последние 10 лет повлияло вот эти происхождения на вашу работу? Или вы в вашей работе, в принципе, нейтральны, независимы от этих происхождений? В творчестве, как повлияло? Художник занимается все равно своим делом. Also ein Künstler, der hat seine Arbeit. Unabhängig davon, was vorgeht in der Welt. Das hat einen Einfluss gehabt auf den inneren Zustand der Leute. Es hat die Leute näher zueinander gebracht. Und es hat die Leute dazu gebracht, die Werte des Lebens wirklich wiederzufinden, also Freundschaft, Frieden, Familie, Vaterland, der Staat. Aber man findet jetzt keine, über den Genozid, keine verdeckten Botschaften in den Bildern dieser Künstler hier. Значит, вот в этих картинах нету каких-то скрытых сообщений про эту войну или не влияет. Здесь только любовь к своей земле, к своей родине. In diesen Bildern spricht nur die Liebe zum Land. Видите, по работам. Это практически все воронки, почти. Если по золотому кольцу. Also das ist praktisch alles, das sind alles Paysage, also Landschaften aus Varonisch. Also zum Beispiel das hier, das ist die berühmte Kirche unten am Fluss, Uspetske. Das da hinten ist der Stausee von Voronezh, wo wir drüber gefahren sind. Вот в этой церкви, которая существовала с 16 века, Петр I вот на этой площадке он основал адмиралтейство, где also, строились корабли. In dieser Kirche, die wurde vor 300 Jahren gebaut, hat Peter der Große die Schiffswerft und das erste Schiff getauft. В 1701 году. Ich habe dir gesagt, dass hier in Voronezh wurde die Schwarzmeerflotte gebaut, weil hier in der Nähe große Eichenwälder waren. Genau, ja. В 1701 году там рядом вот с этой церковью был впущен на воду корабль, который там сейчас стоит, год от регистрации. Also im Jahr 1701 wurde neben dieser Kirche das erste Schiff der Schwarzmeerflotte zu Wasser gebracht. Und dieses Schiff, das ist jetzt ein Museum und steht dort an der Kai. А в этой церкви служил Митрофаний, наш святой воронежский, который освящал корабли на воду и был сподвижником Петра. Он святой воронежский. Der Metropolit, also der hat in dieser Kirche gewohnt zu dieser Zeit. Ja. Oh, Moment. Und das da oben, das ist ein Teil der Klosteranlage, wo der Metropolit gewohnt hat. Das hier ist die Kirche, hier nicht weit von hier, im Südwesten der Stadt, in diesem
Центр города, кинотеатр Пролетарий и проспект Революции или Большая Дворянская. Das hier eigentlich ist ein Bild vom Zentrum der Stadt mit das links ist das ist das Kinotheater Proletari und das geradeaus ist dann die Straße, der heißt Prospekt der Revolution. Ja. Слева тоже Воскресенская, там со двором. Красивая очень. Links, das ist auch was die Auferstehungskirche. Oh, Введенская. В этой церкви крестился Иван Алексеевич Бунин, Нобелевский лауреат в области литературы. In dieser Kirche hier wurde Ivan Bunin getauft. Ist Träger des Literaturnobelpreises. Er wurde in Voronezh geboren und hat drei Jahre lang in dieser Stadt gewohnt. Und diese Kirche hier, die kleine, heißt Ilinske Kirche. Und hier wurde Koltsov geboren, das ist auch ein sehr bekannte Figur, ein Dichter von Воронеж. Вот эти частные сектора, где небольшие домики сохранились, у нас называется Гусиновка и Чижовка. Там море, левый берег. Да, и еще с Чижовкой связано рождение Варшака, который Бернса переводил, который детский поэт самый известный, Шекспира переводил. Вот он, Маршак Самуил Яковлевич, родился и прожил здесь 7 лет. У нас есть памятник, если вы видите. Dieses Haus, hier hat der Dichter und Übersetzer Маршак gewohnt. Der hat Камон переводил. Шекспира переводил. Er hat Шекспир übersetzt. Бернс. Und Бернс übersetzt. Und gibt es eine... У нас в Воронеж город литературный. Und Татьяна sagt, Воронеж ist eine Literaturstadt. У нас Кольцов, Никитин, Бунин, Маршак, Платонов. Платонов. Платонова знаю. Знаете, он сложный. Очень сложный, писатель-космист. Вот та же церковь Успенская, только с видом сверху. Also es gibt viele Schriftsteller aus Воронеж. Мальчик. Мандельштам. Мандельштам, да, да. Но Мандельштам у нас не родился, он у нас был в ссылке. Он, тут в ссылке. Он прожил тут всего 4 года. Да, да. А я к нему Ахматова приезжала. Ага. Воронеж заманил, понимаете, каким образом? Тоже гремячие. Он написал всем друзьям, что он помирать собрался. Да? Да, и разослал. Ну, хандра на него напала. И никто не приехал. А Анне Андреевне пришлось продать фамильное кольцо и какой-то рисунок материальный. И она на эти средства собрала поездку в Воронеж. Приехала. Он ее не встречал, а лежал дома на диване. И когда она зашла, сказала, ну что же ты натворил? Я думал, что ты умер. Он говорит, ну теперь я знаю, кто мне настоящий друг. И благодаря его этой выходке она пробыла здесь несколько дней. Und der Dichter Mandelstam, der hat eine Zeit lang hier gewohnt in Воронеж, er hat Gedichte geschrieben und dann hat ihn in die Russen sagen Taska, also die Alejandra, also die Schwermut befallen und hat gesagt, er sterbe und hat allen seinen Freunden geschrieben, er sei im Sterben und niemand ist gekommen, außer der Dichterin Achmatova, also auch eine sehr bekannte Dichterin und als sie da hat, sie hat ihre letzten Sachen verkauft, um hierher zu kommen und dann lag der auf der Couch und hat war immer noch lebendig und dann hat sie gefragt, wieso hast du das gemacht? Und da hat er gesagt, jetzt weiß ich, wer meine wirklichen Freunde sind. Gibt es für einen Künstler einen Kompromiss, weil er gewisse Bilder lieber malt und andere Bilder sich besser verkaufen lassen? Oder deckt sich das? Для художника есть, ну так, компромисс, что есть, наверное, картины, которые делаются с охотой, с любовью, да, а другие, которые лучше продаются. Есть такая гамма? Das ist für jeden Künstler so. То, что пишешь для себя, вот мои этюды мои, это для души. Это для души, это основной массой любого населения мира непонятно. Это называется творческая работа, когда человек делает не банальные вещи. Also für jeden Künstler gibt es diesen Konflikt, weil ein Künstler, der will das machen, was wirklich seinem,
seiner Kreativität entspricht, aber das ist aber nicht das, was sie gut verkauft normalerweise. Verkaufen sich vor allem Porträts gut von einem selber, die Leute in Auftrag geben, oder? Значит, продаются хорошо портреты? Ну, не продаются портреты, ну, часто заказываются. А для души вот мы сидим, пишем. Ну вот цветы, например. Das sind halt Auftragsarbeiten, die Leute in Auftrag geben. Aber für uns selber machen wir das, was uns wirklich gefällt. Und das ist sein ganzes Schaffen, das er besitzt, oder hat er noch mehr Bilder? Это ваше творчество или у вас еще есть картины? Ну дома в выставочных залах, в галереях там. Zu Hause in den Ausstellungssälen, in den Galerien. Сейчас вы значит, вы богатый и, человек. И в частных коллекциях они есть. Ну, я имею в виду, богатые художники. Ну, есть богатые художники, но обычно... Я тоже богатый, но только тут. Так, и мы также. Да. Богатство у нас у русских не меряется деньгами. Богатство, даже в Советском Союзе была поговорка такая, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А-а-а. Богатство – это те люди, которые тебя окружают, с которыми ты... Ich habe ihm gesagt, er sei also ein reicher Mensch, wenn er so viele Bilder hat. Er hat gesagt, ja, das ist der Reichtum, der zeigt sich in dem, wie du lebst und mit welchen Freunden du hast. Можно иметь корабли, яхты, квартиры и при этом не быть счастливым человеком. Художники – люди счастливые. Man kann Häuser und Yachten besitzen und unglücklich sein. Aber Künstler, das sind glückliche Menschen. Also in der Schweiz ist es ein extremes Privileg, wenn man von der Kunst leben kann, insbesondere von Malerei. Ist das hier anders? Schweizer Privilegien, жить от худо, от художества, потому что, ну, трудно. А тут в России по-другому, легче. Das ist verschieden für jeden, das ist individuell. Ja. Aber es ist nicht so, dass es leicht wäre, von seiner Kunst zu leben in Воронеж? Не так, чтобы было совсем просто жить с художеством в Воронеж. Ну, не всегда просто. Ну, это от степени еще, способности, таланты еще. Natürlich ist nicht immer leicht und es hängt natürlich auch von deinem Talent ab. Und Sie sind jetzt alle zusammen hier, weil Sie Gedanken austauscht, weil Sie einfach Freunde sind, oder hat es einen kreativen Aspekt? Вы тут вместе, вы друг друга знаете, общаетесь, так? Ну, конечно, да. Здравствуйте. Вот и канал с Михаилом. Здравствуйте, Михаил. Очень приятно. Михаил. Er macht Ikonen. Вот он Веденскую церковь он расписывал, а потом монастырь. Das ist ein Porträt. Я что-то забыл спрашивать, или у вас есть еще с вашей стороны вопросы к нам? Да, ну вы сейчас все свои зададите, и мы будем задавать. Чай попьем, расслабитесь, блинчик съедите. Also, ihr könnt jetzt absitzen, und wir werden Blinчики und Tee und Kaffee trinken, und dann werden wir unsere Fragen stellen. Das tönt nach einem guten Plan, das klingt wie ein guter Plan. Das ist ein хороший план. Vielen Dank. Für die Auskunft. Aber wir können mit ihm in sein Atelier geben. Er will uns sein Atelier und seine Arbeiten zeigen. Извиняюсь, у меня небольшой творческий тут беспорядок в работе, все. Это wunderschöner Raum, очень красивое помещение.
Значит, вы делали... Ну, это вот фреска, фрагмент Это фреска. Рождество Богородицы икона делала. Она 20 квадратных метров. Diese Ikone? Да. Dort oben ist 20, это тоже фреска. 20 квадратных метров. Also eine Fresko mit Ikonen drauf ist 20 Quadratmeter groß in dieser Kirche. Die Kirchen sind ja bekannt dafür, dass sie viel Geld haben. Ist es dann auch einfacher als Künstler zu leben, weil sie mehr bezahlen? Церкви известны тем, что у них есть деньги, проще для них работать. Не всегда, потому что, ну, в данном случае там епархия находится в Воронежской, в этой церкви. Это nicht immer so. У них деньги были. И церковь это 18 века, и там, ну, от государства еще были. Also in diesem Fall ist der Auftraggeber die Eparchie, also die von der Kirche, und zum Teil kommen da auch noch staatliche Gelder dazu. Ach so. Und das Bild hat auch er gemalt. Это тоже ваша картина. Это да, моя живопись. Это Масло, да. Это Троица Сергиева лавра внизу. Очень красиво. Das hat Tanja auch gemalt. Это все вы, ваши работы. Да, наша работа. Да, это все его работа. Wunderschön. А сверху вот Кирилл Белозерский, монастырь. Я был в Вологде на пленэре, в Вологодский пленэр в 2016 году. И вот там, ну, большая очень область, это Вологод. Это русский север. Das hier oben, das ist ein Kloster in Vologda, das ist ganz im Norden von Russland. Это не Вологда, это Кирилло-Белозерский монастырь, это город Кирилл, Вологодская область. Ist in der Oblast, im Gebiet Vologda, nicht in der Stadt selber, ist ein großes Kloster im Norden Russlands. А это вот тоже, это с этого пленэра сверху работы, верхние работы, в общем, здесь... Ферапонтов монастырь, это, не знаю, вы знаете об этом, там находятся фрески вот нашего знаменитого художника, иконописца Дионисия. Вот в этом храме вот находится сверху. Верхняя часть. In dieser oberen Reihe sind Bilder aus... Откуда? Дионисий. Иконописец. Von Dionys, einem anderen, einem Ikonenmaler aus dem 15. Jahrhundert. Und die sind in diesen Gebäuden dort oben. Diese Holzkirche wurde von Peter der Großen А это вот моя икона, которая была на многих выставках, в том числе на выставке в Москве она была, на России, вот Россия, значит, выставка каталог. Also diese Ikone war schon an sehr vielen Ausstellungen. Такая авторская работа, здесь как бы я показал, вот смотрите, царская семья здесь, которая, вы знаете, Николай II. Das ist die Zarenfamilie Николай II. Которые были убиены во время революции в 18 году. In der Revolution ermordet wurden. И по преданию, вот Богородица, значит, державная, явилась в день отречения Николая II. Державная Божья Матерь явилась в день отречения. Also die Gottesmutter ist erschienen am Tag, als Николай II. Zurückgetreten ist. И замысел такой, что как бы скипетр и держава, вот она держит в руках, царь передает... Богородица, это мой замысел. Скипетр держал. Der Sinn dieses Gemäldes ist, dass der Zar, der abdankt, der Gottesmutter das Zepter übergibt. Символ власти. Das Symbol der Macht in Russland. Vielen Dank für diese schöne Tour durch sein Arbeit, durch sein Schaffen. Ja. Ich glaube, dann
Wenn wir die Übertragung hier, glaube ich. Okay. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Für mich ein Eintauchen in eine andere Welt. Wunderschön. Und er erlebt seinen Beruf. Schauen wir ganz kurz. Das hier ist Alexander Nevsky. Да, это вот будет большое такое панно. Es gibt ein großes Panorama. Это вот, значит, в центре тут Нижний Новгород, это вот собор будет здесь, Софии, Святой Софии собор. Там будет или будет на картине? Будет, это будет роспись все такая, роспись. В таком стиле все, свете сделано. Es gibt ein großes Gemälde und die Kirche, die ist aus Нижний Новгород. Wie groß ist das? Nizhny Novgorod, Великий. Ah, Novgorod, Великий Новгород. Это северный Новгород. Новгород, ja. In der Nähe von Lenin, von Petersburg ist das. Это тоже по заказу, вот эта работа? Нет, это я делал, как творческая работа. Das ist seine eigene Initiative, dieses Bild. Ja, kein Auftrag. Kein Auftrag, nein. И теперь небольшое отступление. Я люблю очень путешествовать. Это вот города, где я бывал. Вот это путешествие мое. Ist sehr gerne auf Reisen. Ну, люблю Россию. Это русские все города здесь. Und das sind die Städte, wo er überall war. Das sind alles russische Städte. Magnettafeln oder was? Aha, ja. Das sind alles russische. Wo wisst ihr были, да? Здесь вот везде. Даже еще был, только, ну, еще больше у меня. Er hat noch mehr. Ну, я люблю Россию, вот по России. Er liebt Russland. Ja, das merkt man. Это чувствуется. Super, ist auch ein schönes Land. Okay. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte jetzt ab, damit wir uns den verköstigen Wicken können. Это мои родители. Es geht immer noch ein bisschen weiter. Das sind seine Eltern hier? Ja, sind leider schon gestorben. Ani Umerli? Ja, das Band, oder? Это вот каталоги моих выставок, что я был. Das sind die Kataloge seiner Ausstellungen. Около 50 выставок. Er hat etwa 50 Ausstellungen schon gemacht. Russische, internationale. Ja. Wunderbar. Vielen Dank und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss miteinander.